Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Void 2. Heute wieder mit Reis, hallo. Moin Leute, ihr Erdbeermarmeladenblätter. Ja, genau. Und eigentlich wollte ich mit hier Evil Creepy aufnehmen, aber der ist heute nicht da oder da hatte keinen Bock mehr auf Void. Und ja, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen gewartet und Reis ist wieder da. Und ja, mal gucken, was machen wir so in der Folge. Hast du Pläne? Ich hab mir dir mal was schrecken können. Und zwar habe ich ein neues Projekt auf meinem Kanal. Ja. Sims. Und zwar fange ich jetzt nämlich an, von Minecraft auf Sims 4 umzusteigen. Wie, du steigst, also bringst dann kein Minecraft mehr? Doch, aber Sims wird jetzt meine Hauptsache. Ach du Scheiße, so ich viel. Ich schick dir später mal ein Dings. Ich hab schon so halbwegs mit dem neuen Kanalbanner angefangen. Lol, und da ist dann nur Sims oder was? Ja, Sims, kein Minecraft. Hä, gar kein Minecraft? Nein, Sims und Fortnite ist da drauf. Fortnite, ja wow, ey. War ein Spaß, Junge, da hast du nur Sims. Also bisher, also ich will jetzt einen Kanalbanner machen, wo halt, also ich will nicht mal diesen Schwulen da, wo ich 11 Jahre alt war. Vor allem steht ja Vlogs, Challenges und so. Ja, stimmt. Naja, bring aber Gaming. Ja. Ja, nee, das Ding ist, ich will das so machen. Kanalbanner schon Minecraft, Sims und Fortnite drauf, aber es halt so meine drei Sachen sind, die Spiele. Ja. Aber am größten Teil Sims, Minecraft und Fortnite irgendwie nur unten drauf geklatscht. Geklatscht. Als ob so viel Sims dann kommt. Ja, wenn alles gut ist, soll es ein tägliches Projekt von mir werden. Lol. So wie Street mit Mini CA 4, 3, 5. Lol. Nein, ich werd sterben, ich werd sterben. Ich werd sterben. Oh! Ach du Scheiße. Es war so knapp, ne? Echt? Ja, ich guck mal, dass ich meine Insel ein bisschen erweitere, dass ich ein bisschen produktiv in der Hinsicht bin. So technisch werde ich jetzt wahrscheinlich nicht viel machen, weil das eher so eine Talkfolge ist. Und ja, Lukas schreibt irgendwie, ja, weniger Minecraft, endlich endet der Hype. Ja, nee, nicht endlich endet der Hype. Jetzt will er mich eh wieder nur provozieren, ich gehe nicht drauf ein. Ey, oder weiß auch geil, ne? In meinem Infovideo. Ich spiele jetzt Minecraft. Quitten, ich will jetzt meinen Kanal beenden. Sag mal, was rede ich hier eigentlich? Was war wahrscheinlich für Scheiße? Ja, warum hast du das gesagt? Geil. Ich habe keine Ahnung, was halt mir los war, Alter. Ich sag immer noch Minecraft willkommen, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr so aufkommen. Es kann aber auch sein, dass es immer noch täglich in Projekten kommt. Sag mal, ja. Was laber ich hier gerade eigentlich? Geil. Sims 4 soll gar nicht kommen, ich hasse es manchmal. Ach so. Yeah. Ja. Das kann ich auch gerade mal Lukas sagen. Und zwar bin ich jetzt vor, in Sims 4 kann man ja 8 Sims die Tiny Gruppe machen. Deshalb mache ich da mich, ich mache Sick, ich mache dich, ich mache Street, Julia, Vanessa, 20. Ja. Und jetzt Kevin. Und vielleicht Falk, nein, E-Mail Creepy nicht. Niklas Place. Falk, oh Niklas Place, Alter. Oh mein Gott, ich hätte jetzt fast was Gemeines gesagt. Oh, ja, dann... Ja, Lukas würde sich das wünschen, dass du was Gemeines sagst, wahrscheinlich. Die haben ja immer Stress? Noch Beef, ja. Die haben übelsten echt, Stress. Oder? Nee, ja doch, die haben richtig Stress. Ich hab grad zwar einen Spaß letztens. Nee, war's nicht. Das war ernst, das war ja das Schlimme. Hä, warum, Alter? Naja, so ernst war's jetzt nicht, aber es hat schon einen ernsten Hintergrund, sagen wir mal so. Ja. Darf ich den wissen? Weiß ich jetzt nicht. Ob ich das im Stream erzähle, alles. Ja. Niklas ist kein Tiny-Member, ich hab meine Gründe, hat er gesagt. Ja, wer halt nicht das. Tiny-Member, oder? Er will halt nicht, dass Niklas ein Tiny-Member ist. Sonst ist er rausgehen. Hä, aber Lukas ist doch selber kein Tiny-Member mehr. Na doch. Nur hä, der hat doch gesagt, der verlässt Tiny und macht bei keinem Projekt mehr mit. Ja, ich weiß ja, das ist halt jetzt, ich meine, ich mag auch Lukas mehr, aber wenn er Lukas macht halt bei keinem Tiny Projekt mit, weißt du? Ja. Der macht halt bei keinem einzigen Projekt mehr mit, dann frage ich, ob ich mir lieber jemand reinholen will, der lieber bei Projekt mitmacht, oder jemanden, der bei keinem Projekt mitmacht. Ja, Skentisch hat ja auch einen Kumpel, der du kennst doch den Asiaten, der auf meinen Bildern war, ne? Ja, genau. Ja, diesen, und mit dem habe ich mich auch immer richtig gut verstanden, da war vom einen Tag auf den anderen habe ich mich auch einmal, hat mir voll Stress gehabt. Ja. Das hat auch seine Gründe und das ist halt so, und seitdem haben wir uns auch nicht mehr vertragen.
Ja, das ist immer scheiße. Vorher war noch nie was gewesen. Also ich habe mich noch nie so mit ihm gebieft, so richtig. Es war immer nur so Spaß gewesen, weißt du. Ja. Na, ist dann immer scheiße, wenn das so von heute auf morgen einfach quasi durch sowas beendet wird. Ja, ist schon scheiße, aber ihm geht's besser damit, mir geht's besser damit, also finde ich, haben wir eine gute Lösung gefunden. Und ich habe ja auch kein, ich habe ja, und ich bin halt auch nicht mehr sauer auf ihn, weißt du, oder so. Ah, bist du enttäuscht, oder was? Ja, so kann man es nennen, so kann man es nennen. Na, das ich habe keinen Hass auf ihn, ich habe eher Schmerz, wenn man so nennen kann. Naja. Alter, als ich mal mit dem Mädchen zusammen war, ich musste dir mal kurz was erzählen, ne? Audio, 37 Minuten. Was? Ich musste und dann habe ich so in Klammern geschrieben, kurz. Wie? Du hast ihr das geschickt? Nein, hör mal zu, sie ehrt mir das. Ja. Okay, dann ich. Schieß dann los. Dann sie. und dann ich. Cool. Ja, geil. Hast du es dann angehört? Nein! Bis heute nicht angehört. Wahrscheinlich war das so übelst wichtig. Naja, dann irgendwann danach war auch Schluss. Ja, aber die hat da irgendwie angefangen, irgendwas so zu reden, was sie heute gegessen hat und so. Ach ja, sowas. Also ich hab da schon drauf geklickt, damit so aus, als hältst du mir. Ja, aber stimmt. Ich hab halt nur so schnell durchgespult, so. Na, so immer bisschen nach vorne geskippt. Na geil. Lukas, mal eine Frage, wo bist du eigentlich? Ich dachte, du hast Ferien. Ich warte die ganze Zeit auf dich, weil ich mal wieder Bock habe mit Lukas so, weil weißt du, ich meine, ich will mal wieder so mit Lukas so einfach im Discord chillen und wieder so ein bisschen reden, ne? Ja, mal wieder. Und ich warte und warte und warte und warte und der ist nie online. Willst du nicht mal Lästerschwestern sein, ja? Ja, ich muss halt sagen, mit Lukas machst du halt am meisten von immer was zu reden. Dann machst du mehr Spaß als mit dir, Alter. Mit dir ist so öde. Wieso ist so öde? Na, mit Lukas ist so Lukas korrekt so. Du. Guck mal, Lukas ist halt so ein richtiger Chiller. Ja. Du bist halt so einer richtig, der ist wahrscheinlich ganz steif vorm PC, bewegt die ganze Zeit, freut sich die ganze Zeit so, weil er einen Kuchen gegessen hat oder irgendwie. Richtig hyperaktiv. Was? Ich bin hyperaktiv? Ja, naja, ich versuche halt die Zeit zu nutzen immer, ne? So. Ja, nee, das Ding ist, guck mal, ich sitze hier so richtig gechillt, Lukas wahrscheinlich auch so auf dem Stuhl, so den Kopf zurückgelegt, so. Du bist wahrscheinlich ja so ganz vorne auf dem Stuhl, so vorne an der Stuhlkante, richtig steif mit deinem Rücken. Nee. Brust raus und freust dich so richtig. Ja, so richtig motiviert, so jetzt packen wir's. Ja. Obwohl du weißt, dass wir heute mal wieder nichts packen, weil ich will in Skywars spielen. Oh, ist so. Dann stelle ich die ganze Zeit Videos nebenbei einem Videomanager. Geil. So, Freitag bin ich da, sagt er. Oh, perfekt. Wird wieder Rainbow gesucht die ganze Zeit, ne? Ach man, ich weiß noch, wie es wieder ist. Dann ob der online reagiert, da wieder 4 Stunden nicht, weil ich rufe ihn an, der lehnt ab. Ja, reagiert dann, er wieder 4 Stunden nicht. Genau, dann spielt er Rainbow, ist konzentriert, du spielst Skywars, bist konzentriert, und schlägt durch 4 Stunden an. Ach, du lachst, ne, aber das ist richtig. Ja, ich vermisse halt so wie das, wo ich mit Lukas immer so Aura gespielt habe, wo wir. Ja, das morgens. Gibt's ja leider nicht mehr. Ja, das ist so ein Müll, Alter. Aura war so ein geiles Spiel. Okay, ich hab keinen Bock mehr zu. Ich hab nämlich keinen Bock mehr auf Fall 2. Ich hör jetzt auf mit dem Stream. Hörst du jetzt auf mit dem Projekt?
Lukas wird sich vielleicht damit jetzt wieder abfacken. Aber wenn Lukas gleich wieder reinkommt, und zwar starte ich gleich wieder 19, und zwar will ich gleich PvP streamen. Achso. Ja, ich geh gleich. Also, ja, dann kommen gleich. Achso, ja, egal. Dann ciao, Leute. Ja, ciao.